Hallihallo, hello again, happy morning in the morning, schön, dass du da bist. Ich hoffe, wie immer, wie jeden Morgen, wenn ich dazu komme, dass es dir gut geht und dass du gesund bist. Ja, zu meinem Post ganz kurz auf Facebook. Ja, das ist mein aktuell neues Projekt und darauf soll es auch hinauslaufen, dort irgendwann zu leben. Wenn es sich natürlich ergibt, ne? Man weiß es nie. Ich habe noch nie Pläne gehabt in der Hinsicht. Wie es kommt, so kommt es. Aber so ist zumindest mal der Plan. So, jetzt möchte ich in seine aktuelle Situation reinschauen, weil es einfach auch gerade sehr viele interessiert. Der Mond durchläuft gerade Merkur, das bedeutet, es geht auch um Gespräche, um Klarheit, um, ja, um Geistesblitze meinetwegen, aber es geht halt eben auch um Kommunikation, Verstehen, sich Wissen reinzuholen, anzueignen, sich wissend zu machen, ja, sich von irgendwelchen Menschen Rat einholen oder Wissen einholen, Bücher lesen, Seminare zu besuchen, Workshops zu besuchen, und aber auch Gelerntes, Verstandenes weiterzugeben. Also sprich Kommunikation, Geselligkeit, auch Leichtigkeit vor allen Dingen. Leichtigkeit ist für mich jetzt zum Beispiel auch das springende Wort für die aktuellen Energien, dass so ein bisschen Leichtigkeit auch gerade vorhanden ist. Und Leichtigkeit entsteht ja auch dann immer durch Wissen eigentlich auch, ne? Wenn man dann wieder was in Erfahrung gebracht hat, mit was man sich vielleicht rumgeärgert hat oder auch wenn es nur zufällig ist, dass man was in Erfahrung gebracht hat und denkt sich so, oh mein Gott, und ich mache mir die ganze Zeit einen Kopf und dabei ist es so einfach, ne? Eben, dann sind wir wieder bei Leichtigkeit, Leichtlebigkeit, sich nicht alles so zu Herzen nehmen, nicht alles so schwer zu nehmen, sondern einfach leicht, luftikus, ja, einfach auch zu sein, einfach, ne? So, und jetzt bekomme ich gerade den Impuls, einfach mal eine Karte zu nehmen für die aktuelle Situation. Was haben wir da? Wow. Also passender geht's nicht. Wir haben hier einmal den Einsturz, der natürlich etwas ist, was einem erstmal den Boden unter den Füßen wegreißt. Vielleicht eine Trennung, ein Schicksalsschlag, irgendwas von außen zerreißt dich sozusagen oder reißt und holt dich erstmal aus einer Illusion, was zwar durch die Trennung oder durch diesen Schicksalsschlag, ne, es knallt auf jeden Fall und dieser Knall reißt dich erstmal aus deinem gewohnten Umfeld, aus deinem gewohnten Paradies, aus deiner Wohlfühlzone, aus deinem Nest sozusagen. Aber es ist auch immer irgendwo eine Illusion, weil sonst würde es so einen Knall gar nicht geben. Ne? Das ist immer so wie so ein Weckruf, wie so eine Sirene. Es passiert etwas und jetzt muss man erstmal schauen, was ist denn da passiert und warum ist es passiert. Und einfach, ja, mal schauen, warum, wieso, weshalb. Weil wir haben ja mit dem Page der Stäbe auch wieder etwas Neues, was entstehen möchte. Ne? Man sieht es hier oben hier auf dieser Karte, da unten ist ein Auge im Nest und hier wacht jemand drüber. Ne? Das heißt, dieser Knall, egal welcher, um welchen Knall es jetzt bei dir gerade geht, vielleicht eine Trennung, dein Freund, dein Herzensmensch, dein Seelenpartner hat dich verlassen, dein Arbeitgeber hat dir gekündigt,
Dein Vermieter hat dir gekündigt, ne, irgendwas, was dir erstmal gefühlt den Boden unter den Füßen wegreißt und dir natürlich auch erstmal Angst und Sorge bereitet, logischerweise. Da gilt es aber auch schon zu wissen, jetzt sind wir wieder bei den Energien, die aktuell im Kollektiv sind, zu erkennen, zu erfahren und zu wissen, dass dieser Schicksalsschlag oder dieser Knall einfach gerade sein musste, sollte vom Universum bestimmt, weil es bei dir darum geht, etwas Neues entstehen zu lassen, etwas Neues wachsen zu lassen, weil hier schon etwas tief im Inneren schlummert, was sich für dein Leben entwickeln möchte, entfalten möchte, schon längst da ist, aber noch gar nicht gesehen wird. Ne? Man sieht es hier, es ist noch so versteckt, unten verborgen. Man sieht es kaum oder selber sieht man es sowieso gar nicht, weil man sitzt ja drauf. Ne? Ja, man schaut hier vielleicht noch zurück auf diesen Schlag, ist traurig, trauert der Zeit hinterher oder ist einfach noch ein bisschen so im Schock, warum, wieso, weshalb. Und wenn man dann erkennt, weil durch Wissen, ne, Workshop, Seminar, Video, Orakel oder was auch immer, hier will was Neues entstehen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich ein ganz anderes Video machen oder Orakel, was ich mir so vorgestellt hatte. Aber wie ich vorher eben schon sagte, man braucht im Grunde genommen gar nichts planen, weil sowieso alles anders kommt, wie es kommt. Und deswegen, jo, mache ich jetzt doch ein anderes Video, weil dieses Indiz, dass es geknallt hat und dass aber schon was Neues im Argen ist, lässt natürlich nur eine Möglichkeit offen, ein Orakel diesbezüglich zu machen, nämlich warum es geknallt hat und was denn da wachsen möchte oder was hier entstehen möchte. Und dafür machen wir jetzt mal eine Neuinterlegung, um die aktuelle Situation zu beschreiben. Da haben wir auch nochmal, hier haben wir zwar das Ass der Stäbe für die Machenskraft, Schaffenskraft und das Ass der Münzen in der Hauptenergie für die Beständigkeit, das, was jetzt entstehen will, auch zu besitzen oder zu haben oder jetzt zu entfalten. Und das ist natürlich mega schön. Ja, wir haben zwar hier auch den Teufel, der eventuell dazu führen könnte oder dazu neigt, sich eher hier jetzt zu fokussieren auf diesen Schlag, ne, und dann in so einer Art Trauer auch zu bleiben oder in einer Energie zu bleiben, zu sagen, wieso musste mir das passieren, wieso ich und warum immer mir und überhaupt. Das ist dann so diese Opferhaltung einerseits und andererseits ist es halt auch dieses Festhalten. Ne? Der Teufel steht auch oft an die Angebundenheit, an die Gebundenheit, an Vergangenheiten, an alte Strukturen, an alte Situationen, Menschen, Themen, Glaubenssätze, wo man sich ungerne und oder schlecht loslösen kann. Und das ist sozusagen halt eben auch ja, das Problem, ne? Und weil wir es hier auf dem Schiff haben, auf dem Hausplatz des Schiffes, ich lege gleich noch die Landings dazu, ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass man nicht gern über den Tellerrand hinausschaut, ne? Oder dass man nicht gerne weit hinausschwimmt, ne? Das Schiff ist etwas, was wellenartig ist, was wellenförmig ist, was mit den Energien schwimmt oder fährt. Es ist auf jeden Fall nichts, was geradlinig ist, ne? Was man, wie gesagt, auch gar nicht planen kann. Ne? Wenn man jetzt hier auf dem Schiff ist, dann kann es mal sein, dass hier ein Orkan kommt, ein Unwetter kommt oder. Und genau davor hat man halt auch Angst. Also auf denjenigen, wo dieses Orakel jetzt zutrifft, geht es darum, den Mut zu bekommen, mit den Wellen, mit den Energien, mit den
ja, mit den Energien mitzugehen. Ne? Hier hat jemand auch Angst, loszulassen. Mir kommt gerade der Impuls, und den sage ich immer wieder gerne, weil dieser Impuls kommt mir sehr, sehr oft rein. Jemand, der Angst davor hat zu schwimmen oder zu schwimmen zu lernen oder denkt, er kann nicht schwimmen, hält sich oftmals gern am Beckenrand fest, passt halt eben auch zum Hausplatz des Schiffes. Schwimmen kann im Grunde genommen jeder, weil jeder Mensch kann diese Bewegungen machen, von Natur aus einfach schon aus dem Instinkt und aus dem Gefühl heraus, um nicht unterzugehen. Ein lebensrettender Instinkt zum Beispiel, der einfach verhindert, dass man untergeht. Es ist aber die Panik, wild um sich zu schlagen und dann Wasser zu schlucken und dann noch mehr Panik zu bekommen, was einen halt an diesem Schwimmen verhindert, ne? Und um es jetzt abzurunden auf eine eventuelle Situation, und das kann natürlich jegliche Situation sein, geht es halt eben darum, diese Panik loszulassen und anzufangen oder in diesen Mut, sage ich mal, ist zwar irgendwie auch nicht das passende Wort. Ja, einerseits schon, man braucht halt schon Mut, um loszulassen, aber auch zu erkennen, dass durch das Loslassen gibt man sich diesen Wellen des Lebens hin, diesen Energien des Lebens, ne, diesem Auf und Ab. Wie gesagt, man kann nichts planen. Heute hat man den Plan für morgen und dann auf einmal passiert was und alles ist komplett anders. Und es ist auch ein gewisser Glaubenssatz, der sich einfach auch durch die letzten Generationen zieht, alles zu planen, heute schon zu wissen, was nächste Woche am Donnerstag geschehen soll. Und wenn es dann halt nicht so kommt wie geplant, dann fällt man oftmals einfach auch in so ein Loch. Und das wiederum hat auch etwas mit Erwartungshaltung und Enttäuschungen zu tun. Und dabei ist es halt wichtig, ja, zu erkennen, dass auch Erwartungen durch solche Planungen entstehen. Ne, man plant etwas und wenn es dann nicht so kommt, ist man enttäuscht. Dann ist man auch wieder verletzt. Und schau dir das an, das haben wir hier auf dem Hausplatz des Geschenkes. Also es geht halt eben auch darum, dass durch diesen Knall, der geschehen ist, entweder jetzt gerade ganz aktuell oder halt eben schon vor längerer Zeit, dass man da halt einfach noch hinterherhängt. Und ja, wir sehen es ja auch hier, haben wir nochmal den Turm, ne, auf dem Hausplatz des Sarges. Das heißt, durch diesen Knall, durch diese Enttäuschung, durch diesen Schmerz, durch diesen Knall, durch diesen Schicksalsschlag, welcher auch immer das sein mag, steht halt einfach auch gefühlsmäßig oder im Tun, im Handeln. Man ist einfach noch regungslos, ne? Man ist irgendwie immer noch unter Schock, was ich zum Beispiel am Anfang sagte. Man ist vielleicht noch unter Schock oder man schaut immer noch auf diese Zeit zurück und man wird dadurch regungslos, weil man immer zurückschaut, ne? Immer auf dieses Ereignis, auf diesen Schock, auf dieses Trauma sozusagen. Und man sieht auch hier auf dem Hausplatz der Schlange, das, was geheilt werden möchte, das, was das Problem ist, ist auch diese Anbindung an dieses Planen, an diesen Glaubenssatz, alles planen zu wollen, planen zu müssen. Es ist zwar nie schlecht, einen Plan zu haben, aber es ist auch nie schlecht, wenn dieser Plan nicht in Erfüllung geht oder nicht entsteht, weil durch das Resonanzgesetz oder durch diese geistigen Gesetze einfach auch klar ist, dass man vielleicht etwas bei der Planung vergessen hat zu bedenken oder was falsch bedacht hat. Wie ein Handwerker, ne, der einen Plan hat, hat aber jetzt vielleicht eine Handbewegung oder einen Zug, den er hätte machen müssen, nicht bedacht und somit ist das Ergebnis halt nicht so, wie er wollte und dann ist es auch nicht schlimm, denn man überdenkt einfach nochmal seinen Handlung oder seinen Schachzug oder ja, seinen Ablauf, Bewegungsablauf, seine Planung einfach nochmal und erkennt dabei, dass man vielleicht in der Planung irgendwas
vergessen hat, ne, oder falsch bedacht hat oder falsch ausgerechnet hat oder. Und das ist eigentlich auch kein Problem, weil wir haben hier die vier der Schwerter auf dem Hausplatz der Schlange. Das bedeutet, diesen Fehler oder diese Planung, die schaut man sich jetzt an. Es geht einem durch den Kopf. Man ist womöglich auch gerade sehr erschöpft, weil man sich wahrscheinlich wieder zu weit aus dem Fenster gelegen hat, sich zu weit zu viel zugemutet hat oder vielleicht nicht auf den einen oder anderen Rat gehört hat. Nur hier Kommunikation. Vielleicht hat dir jemand gesagt, hey, mach langsamer oder mute dir nicht so viel zu. Guck auch mal woanders hin und fokussiere dich nicht immer nur auf dieses ein und selbe. Gönn dir eine Auszeit, tu dir etwas Gutes. Und da hat man vielleicht nicht drauf gehört, weil wir hier nämlich auch eine wichtige Person haben in deinem Leben, die es wirklich ernst mit dir meint, die auch sehr liebevoll ist und die auch eigentlich, wenn auch dir vielleicht nicht bewusst, oder die Energien treffen jetzt auf dein Gegenüber zu, ne? Ich sage halt immer dir, weil es für mich einfacher ist, so zu sprechen. Ich könnte jetzt auch sagen, er oder ihr, ne? Wie auch immer. Ich rede einfach in der Du-Form, weil es für mich so einfacher ist. Und auf wen dieses Orakel zutrifft, nun musst du halt selber bestimmen. Und hier ist aber jemand in deinem häuslichen Bereich. Das heißt, entweder du bist noch in einer Partnerschaft oder du hast jemanden in deinem Herzen, wo vielleicht aber gerade nichts geht oder ihr halt eben getrennt seid, ne, hier mit dem Turm. Aber hier gilt es ganz klar, sich selbst zu reflektieren, weil diese Person meint es einfach auch sehr ehrlich, liebevoll ehrlich, aber sie schaut halt auch aus dem Bild heraus. Das heißt, hier geht gerade nicht viel, ne? Man sieht auch mit der Welt hier im aktuellen, also in der Mitte sozusagen, als aktuelles Hauptthema, geht es halt eben darum, auch diesen Schmerz hier zu verarbeiten, um diese Anbindung auch zu lösen und zu löschen. Ne? Eine Anbindung, an die man sich gefesselt fühlt, die einen irgendwie nicht weiterbringt im Leben, also selber nicht weiterbringt und damit halt auch in der Liebe hier nicht weiterbringt zu dieser Person, die einfach auch in deinem Herzen drinne steckt und drinne ist, wo es aber nicht weitergehen kann, weil halt eben auch hier dieser alte Schmerz ist. Und solange dieser alte Schmerz da ist, ist man natürlich immer noch ist man da klar verletzt und damit auch immer auf innerlich in einer Art Schutzfunktion. Ne? Man lässt nichts an sich rankommen. Das heißt, man ist wie in einem Tunnel, geht geradeaus, geht seinen Weg, vielleicht weil man ihn so in der Kindheit übernommen hat, gelernt hat oder durch alte Verletzungen oder aktuelle Verletzungen, ne? Weil halt einfach die Enttäuschung immer wieder kommt, immer wieder reinkommt, immer wieder da ist, weil gewisse Erwartungen einfach nicht erfüllt werden. Und dann knallt es halt auch immer wieder oder einfach einmal heftig, wo dann dieser Moment ist, wo man sagt, so, jetzt hat es so heftig geknallt und jetzt wachst du aber aus. Jetzt schaust du dir deine Glaubenssätze an, jetzt schaust du dir deine Anbindungen an, jetzt schaust du dir die Themen an, die dich einfach nicht mehr weiterbringen, obwohl du eigentlich ein gestandener Mensch bist. Aber du kommst jetzt nicht mehr weiter, weil jetzt ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Bis jetzt hat es vielleicht geklappt oder nicht. Oder zumindest auf und ab. Ne? Man sieht ja auch hier, dass man eigentlich eine Frohnatur ist. Aber durch diese Verletzung und Enttäuschung hapert es jetzt. Ne? Hier der Hausplatz des Klees mit den Münzen. Irgendwie, es kommt nicht mehr so in die Pötte, es läuft nicht mehr so reibungslos, weil diese Anbindung, die womöglich schon sehr, sehr lange da ist, an eine Verletzung, Enttäuschung, durch einen Knall, Schicksalsschlag, Trennung oder was auch immer, ja, einen halt daran auch hindert, wieder in seiner Kraft zu sein. Und um genau diese Kraft geht es, denn hier möchten sich neue
Dinge entfalten, neue Ansichten entfalten, ja, neues Wissen möchte sich entfalten. Und durch all das entsteht ja auch wieder neues Leben. Und das muss auch wieder neu geordnet werden, damit man wieder in eine alte, gewohnte Beständigkeit kommt. Ne? Also es ist hier absolute Umbruchstimmung. Und jetzt, mir geht es wieder viel schneller wie alles andere. Ja, man merkt, es ist Energie, ne? Übrigens auch hier. Ne, es geht auch um ein neues Gleichgewicht durch neue Erkenntnisse. Jetzt schauen wir uns noch die Karte an. Ja, da haben wir halt eben auch noch das verletzende Verhalten im Außen. Ne? Man streitet lieber, man kracht sich lieber mit dem anderen, wie halt einfach sich mal hier zu sich selber zu drehen. Aber das ist das, was jetzt gerade geschieht. Ne? Hier ist jemand müde, kaputt, erschöpft durch seine eigene Anbindung an gewisse Vorstellungen und Glaubenssätze, die nicht mehr erfüllt werden können. Und somit wird das Thema einfach jetzt aktuell. Und darum, deswegen haben wir das auch hier auf dem Hausplatz der Blumen, ne? Was ist das Geschenk daran, seine Verletzungen zu spüren, traurig zu sein oder enttäuscht zu sein, eben genau zu erkennen, dass es sich um alte Verletzungen handelt, die aus Anbindungen entstehen, die einfach nicht mehr konstruktiv sind. Ne? Es gibt Strukturen, die sehr gut sind und es gibt Strukturen, die einen nicht mehr weiterbringen. Ja? Und man aber halt einfach weiter will, weil man so gewöhnt ist, vielleicht weil man ein standfester Mensch ist oder weil man ein Mensch ist, der einen einmal gelegten Plan bis ums Verrecken durchzuziehen oder einen Denksatz oder einen Glaubenssatz, eine Gewohnheit einfach auch, die einfach nicht mehr gewinnbringend ist, konstruktiv ist, die einen zurückwirft, die einen krank macht, die einen müde macht. Ja, ne, ihr kennt es alle, man kommt, man ist irgendwo und man hat einfach keine Lust mehr, diese Seelenmüdigkeit, wo einfach das Indiz versteckt ist, hey, du bist nicht mehr am richtigen Ort, am richtigen Platz. Geh endlich weiter. Mach endlich weiter. Schlag endlich ein neues Kapitel auf. Und es kann jetzt einfach auch nur rein energetisch sein, ne? Hier ist einfach auch jemand in deiner Umgebung, der dir sein Herz schenken möchte. Ganz genau so kommt es rein. Aber man ist noch zu angebunden an etwas und kann diesem Mensch noch nicht entgegengehen. Aber hier ist definitiv jemand, der dich glücklich machen könnte oder der dich glücklich machen würde, könnte. Oder auch schon macht. Ich weiß es nicht, aber wenn es so wäre, würdest du dir dieses Orakel nicht anschauen. Weil man noch nicht bereit ist, neue Liebe in sein Herz zu lassen, genau. So, schauen wir mal. Ja, da fallen sie schon, ne? Die Angstkarte, Angst davor, glücklich zu sein. Kann man sich das vorstellen? Jeder wünscht sich Glück, aber man hat auch Angst davor, das Glück reinzulassen, zuzulassen. Aus Angst, wieder diese eine Enttäuschung zu erleben, von der ich bereits geredet habe. Ja, siehst du, hier ist jemand chronisch oder überhaupt an eine Verbindung, Beziehung gebunden und traut sich nicht, weiterzugehen, weiter zu schwimmen, loszulassen von einer Verbindung oder Beziehung. Oder ja, entweder loszulassen von einer alten Verbindung. Man klammert sich noch an eine alte Liebe, alte Beziehung, alte Verbindung, weil sie einen sehr wehgetan hat und kann sich somit nicht auf das Neue einlassen. Es kann natürlich sein, dass es hier um eine
Beziehung, Verbindung zu einem besonderen Menschen geht, die entweder nicht mehr weitergehen kann, weil man Angst davor hat, verletzt zu werden oder wieder verletzt zu werden. Oder dass hier einfach jemand Neues ist und man noch an etwas Altem festhängt. Ne? Ja. Man sieht aber auch, dass genau vor diesen Menschen hat man Angst. Dieser Mensch macht einen nervös, dieser Mensch triggert einen bis aufs Blut, also doch eher eine alte. Ja, nee, es kann trotzdem ein neuer Mensch sein. Diesen Mensch, du kennst ihn, er ist in deinem Umfeld, ja, vielleicht sogar in deinem sehr nahen Umfeld, aber er triggert dich, er macht dich eigentlich nervös. Im Sinne von, der nervt mich, der geht mir auf den Sack. Aber der triggert dich auch. Ne? Der triggert dich und du hast auch Angst, dich auf ihn einzulassen. Siehst du? Diese Kombination verrät alles. Ne? Du hast innerlichen Schmerz, Verletzungen, Enttäuschungen erlebt und bist jetzt sozusagen vorsichtig geworden. Ne, vielleicht kommst du auch aus einer toxischen Beziehung, wo du einfach Angst hast, dich hier wieder einzulassen. Ne, man sieht hier die Welt, die für das neue Kapitel, die neue Veränderung, die neue Sichtweise steht, einfach auch dafür steht, eine neue Tür. Durch eine neue Tür zu gehen, in ein neues Leben, eine neue Ära zu beginnen. Mit dem Klee hat man auch Angst davor. Das heißt, man hat aber auch Angst vor dem Glück, weil das Neue ist immer eine Bereicherung. Man kann im Grunde genommen nichts verlieren, weil oftmals denkt man auch, ja, aber wenn ich hier loslasse, wer weiß, was dann kommt und so weiter. Ist aber halt eben, nur ein Denksatz, weil im Grunde genommen kann man ja nichts verlieren. Wenn etwas zusammengehört, kommt man auch wieder zusammen. Und wenn so viele Ego-Themen sind, dann ist es halt einfach für dieses Leben nicht bestimmt oder für diese Zeit. Ne, man weiß ja nicht, was kommt. Aber das sind Ängste, die einen davor abhalten, eben genau diesen Schritt zu gehen oder zu wagen. Dann kann es halt auch sein, dass es erstmal, na gut, ich würde jetzt sagen, finanzielle Sorgen sind, die man hat, um weiterzugehen. Ich möchte aber gerne bei der Liebe bleiben, weil alles andere ist dann wieder, ne, man kann ja Karten von allen möglichen Situationen herdeuten. Und deswegen bleibe ich jetzt einfach mal bei der Liebe, ne? Man hat halt eben auch Angst, hier tiefer zu blicken, tiefer zu schauen, ne, weil wir haben hier den Hausplatz des Klees und da haben wir den Klee in Bezug auf das Neue. Also geht es hier schon, wenn es jetzt um eine alte Liebe geht, dann geht es darum, sich wieder drauf einzulassen, weil man sich womöglich schon sehr, sehr oft im Kreis gedreht hat hier, schon sehr, sehr viele On-Offs hinter sich hat und irgendwann mal denkt, nee, aber jetzt habe ich die Schnauze voll und ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr und ich habe auch keine Lust mehr, nochmal enttäuscht zu werden und so weiter und so weiter. Und deswegen geht es immer nur darum, zu erkennen, warum ist man enttäuscht, welche Glaubenssätze stecken dahinter oder welche Vorstellungen stecken dahinter, diese Beziehung unbedingt zu wollen, aber nach den eigenen Wünschen, weil im Grunde genommen ist das der Grund für die Enttäuschung und nicht der andere. Ne? Weil derjenige, der hier liegt, der meint es wirklich ernst. Ne? Dieser Mensch möchte dir sein Herz geben. Und du kennst diesen Menschen, aber du hast Angst und hinter ihm verbergen sich auch noch ein paar Glaubenssätze. So dass er sich womöglich gerade abwendet von dir, aber du ihm genau deshalb auch jetzt hinterher schaust. Ja. Und was gilt es jetzt hier zu heilen? Wir haben ja jetzt hier sozusagen die Zwangspause und aber auch
das sich durch den Kopf gehen lassen, das Verstehen, die Kommunikation, Wissen, sich einholen. Ja, sei es zum Beispiel durch so ein Orakel oder dieses Kartenbild, durch andere Kartenleger oder keine Ahnung, jeder beschäftigt sich mit einem anderen Thema, ne, mit inneren Kindthemen, Heilung und so weiter. Es geht aber auch um die mentale Entwicklung diesbezüglich der Glaubenssätze, dem Thema, warum man innerlich gereizt ist, warum einen gewisse Menschen auf die Palme bringen, weil es sind ja immer die eigenen Themen, die durch Glaubenssätze entstehen und die möchten halt hier geheilt werden sozusagen. Und damit geht es halt eben auch um die eigene feste Verankerung. Und jetzt kommt mir gerade noch ein grandioser Impuls rein. Feste Verankerung, ne, das wissen wir ja, steht für, hier ist mein Hafen, hier bleibe ich, hier bin ich, hier setze ich mich fest. Muss aber jetzt tatsächlich nichts mit einem Ort zu tun haben, sondern mit der inneren Standfestigkeit, ne, mit dem inneren Wissen. Hier bin ich richtig, das, was ich mache, ist richtig, meine Berufung ist richtig, meine Arbeit ist richtig. Ne, hier nochmal der versteckte Impuls, vielleicht macht sich hier jemand Gedanken über seinen Arbeitsplatz und würde gern was verändern, aber irgendwie traut man sich hier. Man hängt halt hier noch fest, ne, man hängt hier fest, weiterzugehen. So, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Genau, wir haben hier die Fische und die Fische haben wir hier bei den. Bei dem Ass der Münzen. Und da ist einfach auch nochmal die Angst, sich was Neues aufzubauen oder zu denken, dass man es sich nicht leisten kann, was Neues aufzubauen. Entweder durch Geld, da Geld aber eigentlich auch nur eine Sache des Mutes ist, geht es auch hier doch wieder um Mut, weil es geht nie darum, dass Geld fehlt, sondern es geht darum, das zu tun, was einem wirklich Kraft und Mut gibt, beziehungsweise Kraft und Energie gibt. Dazu muss man genau das machen, was einem liegt und was einem gefällt. Dann fließt auch das Geld sozusagen, weil das Geld fließt ja, ne? Es ist halt nur noch nicht ausgeschöpft und ausgereift, weil man sich hier noch nicht auf das Neue eingelassen hat. Nur weil man hier halt eben noch ein bisschen ängstlich ist. Damit geht es jetzt eigentlich auch nicht ums Finanzielle. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so aufs Finanzielle aus bin, sondern es geht um Gefühle, ne? Finanzielle Dinge werden oft mit oder wird oft gedeckelt für das Gefühlvolle. Das heißt, jemand, der keine Gefühle leben kann, hat zum Beispiel gut Geld oder verdient gut Geld. Und Geld und Gefühle haben ganz schön viel gemeinsam, wenn man genau hinschaut, weil man oft die Gefühle durch das Finanzielle deckeln möchte oder sich ablenken möchte oder. Und da liegt sozusagen ein roter Faden dazwischen. Und wenn man die Gefühle zulässt, kann natürlich auch beides entstehen, aber in einem gesunden Gleichgewicht, was wir jetzt hier wiederum haben, ne? Das eine schließt das andere nicht aus, aber leider wird es oft so gelebt. Und weil hier noch chronische Anbindungen sind, die einen binden an alte Beziehungen, alte Strukturen, alte Glaubenssätze, hält man halt einfach noch fest. Das Gute daran ist aber, dass wir ja hier auf dem Hausplatz des Schiffes sind und hier auf dem Hausplatz der Blumen. Das heißt, man erkennt, man gewinnt diese Erkenntnis darüber und man erkennt auch, aber man braucht halt eben noch den Rückzug, um das genau zu erkennen, dass diese Trennung oder dieser Schicksalsschlag einfach auch sehr positiv war, weil er, und jetzt schau dir das mal an, von genau diesen Ängsten befreit. Ne? Das heißt, das Universum, das Schicksal, dieser scheinbare Schicksalsschlag, den man sich ja auch irgendwo immer selber aufgebaut hat, zumindest unbewusst, ja, und der aber einen auch genau davor dann befreien möchte, von diesen Ängsten. Und jetzt bin ich tierisch gespannt, was hier auf die Verletzung kommt, beziehungsweise auf dem Hausplatz der Blumen, das Geschenk daran, weil wir ja hier auch
die Transformation auf die Befreiung der unbewussten Ängste haben, auch unbewusste Themen. Man muss ja erstmal an die Themen rankommen, um zu heilen. Wow. Und da haben wir ja die Befreiung der Ängste, um dich deinem Seelenpartner tatsächlich hinzugeben. Dafür setzt man sich durch mit diesem Wissen und das ist auch die aktuelle Belastung. So, jetzt haben wir nämlich nochmal die Überschrift. Ich glaube, ich sollte künftig mal die Überschriften zuerst rausholen. Dann haben wir schon mal hier, dann muss man sich das nicht erst alles so lang anhören. Also, schicksalshafte Verbindung, karmische Verbindung, tiefe, tiefe Gefühle, hohe Anziehungskraft, weil Seelenpartner. Es geht um den Seelenpartner. Und es geht darum, dass er dir all diese Themen triggert. Ne? All diese Themen, sich aus alten Strukturen zu befreien, alte Ängste, alte Glaubenssätze. Und dazu hat dir dieses Universum quasi zu diesem Knall verholfen, damit du endlich wieder in die Pötte kommst, sozusagen. Ne? Weil man hier halt eben auch Angst hat, loszulassen, weil man Angst hat, man könnte es vielleicht finanziell nicht schaffen oder weil man Angst hat, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Deswegen hält man lieber an der alten fest, so nach dem Motto, ich möchte nichts Neues, ich möchte nur das, was ich kenne und das, was ich habe oder hatte. Weil hier sieht man ja, dass man es eigentlich gar nicht mehr hat. Ne? Hier möchte sich ja auf jeden Fall was loslösen, damit man auf was Neues sich einlassen kann, sozusagen. Ja, also du hast auf jeden Fall jemanden in deinem ganz nahen Umfeld, der tiefenentspannt ist, der auf jeden Fall in dich verliebt ist oder du in ihn verliebt sogar bist, aber es auch nicht wahrhaben möchtest, weil du dich womöglich schon allein für diesen Gedankengang schämen könntest. Aber was diese Scham kommt auch aus der Angst, verletzt zu werden. Aber hier, ja, ich würde jetzt am liebsten sagen, hier versucht jemand, um deine Hand anzuhalten. Aber es geht nicht ums Handanhalten in Bezug aufs Heiraten, sondern ja, hier ist jemand, der dich will, der dich möchte, der dir sein Herz schenken will, der sehr gefühlvoll ist, der dich aber auch reizt, sich auf ihn einzulassen. Weil du dich auch in seiner Gegenwart wohlfühlst, gut fühlst, glücklich fühlst, aber du halt einfach eben auch Angst hast, sich genau auf dieses Glück einzulassen. Und dieses Glück hat etwas mit Sicherheiten zu tun. Ne? Man hat vielleicht Angst, dass da nicht genug Geld ist, dass man, dass es irgendwie nichts Festes sein könnte, nichts Beständiges sein könnte, nichts, ja, wo man halt vielleicht auch einfach Angst hat, dass man etwas, dass man Halt verliert, Sicherheit verliert. Und genau dieses Thema wird hier angeschaut. Ja, ein heftiges Orakel, finde ich, weil es hier halt wirklich schon um eine neue Liebe geht, oft, wo man aber Angst hat, vom alten Leben, alte Liebe, alte Beziehung, alte Sicherheit loszulassen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mir noch eine Karte ziehe. Ich muss mal schauen, was ich hier noch drin habe in meiner Schublade. Welches Kartenbild, welches Deck dazu passen könnte. Oh ja, wow, ich glaube, ich nehme das hier. Das passt jetzt richtig, richtig gut. Aus dem Kartendeck Mein Weg zu dir. Da lege ich jetzt mal eine Karte hier auf diesen Herzensmensch und auf dich.
So, da sind zwei Karten gefallen. Ich lese die trotzdem mal vor. Und sie passen einfach schon von der Überschrift aufs Auge. Einmal habe ich die Ignoranz und den Wirbelsturm. Also das passt wie die Faust aufs Auge, weil dadurch, dass wir hier die Glaubenssätze haben und Ego-Themen, und du halt mit der Verletzung hier zu tun hast, ne, könnte man halt jetzt wirklich meinen, der eine ignoriert den anderen, obwohl zwischen beiden energetischen Wirbelsturm herrscht, ja, aber beide geben sich total ignoriert und ignorant. Und im Grunde genommen ist es eigentlich schon klar, ne? So, jetzt haben wir einmal Ignoranz. Ja, ich ignoriere dich, egal was du machst, schreibst. Ich werde nicht darauf reagieren. Ich will dich vergessen, dich aus meinem Leben streichen. Es hat alles keinen Sinn mit uns. Es läuft immer wieder schief. Lass mich in Ruhe. So, das ist natürlich Ego-Thema, ne? Für den einen aus der Verletzung, für den anderen ein Glaubenssatz. Ach, das funktioniert doch sowieso nicht, wie ich das will und wie ich mir das vorstelle. Deswegen let it be und lass mich in Ruhe. So, jetzt kommen wir aber zum Wirbelsturm und ich bin jetzt immer noch hier beim Herzensmensch, ne? Das mit uns darf nicht sein. Ich brauche meine Gewohnheit, meine Routine und meinen Alltag. Jesus Gott, ey, das ist das, was ich gerade gesagt habe, oder? Das ist doch krass. Kaum trittst du wieder in mein Leben, verliere ich die Kontrolle über mich und mein Leben. Du wirbelst alles durcheinander und ich weiß nicht, wo hinten und vorne ist. Ne? Das ist das. Hier geht es darum, dass jemand jemanden in seine Routine, in seinen Ablauf, in sein ständig immer wiederkehrendes Muster eingreift und ihn dadurch einerseits berührt und auf der anderen Seite aber auch auf Distanz hält, ne? Weil hier greift jemand ein in ein routiniertes Verhalten, in einen Glaubenssatz, der störend ist und störend nervt, aber wichtig ist, um hier von Themen abzulösen. So, jetzt haben wir mal die Karte auf dich. Du bist wundervoll, okay? Weißt du eigentlich, wie schön du bist? Ich könnte dich stundenlang anschauen. Ich liebe alles an dir, dein Lachen, deine Trotzigkeit, dein Strahlen in den Augen, wenn du mir begeistert was erzählst. Deine Lebensfreude ist ansteckend. Du bist wunderschön. Ja, meine Liebe, mein Lieber, also hier würde ich mal ganz klar sagen, hier ist einer, das könntest jetzt du sein, weil wir die Karte hier auf deinem Bild haben, dass du jemanden anbetest, der total zurückgezogen ist, weil er einfach Angst davor hat, ihn aus seiner bisherigen gelebten Struktur rauszureißen, weil er halt an genau diesen Strukturen klebt, also richtig klebt, ne? Der hat sich selber versklavt an seine eigenen Glaubenssätze und kann davon nicht loslassen. Und das ist das, was ihn absolut triggert. Und du triggerst ihn halt dahingehend absolut. Aber man muss auch sagen, dass du selber auch Angst hast, dich genau hier einzulassen, weil man halt auch selber in solchen Strukturen festhält. Also, hier ist jemand, mit dem du eine tiefe Seelenverbindung hast, den du kennst, vielleicht eine alte Beziehung auch, kann auch sein, aber hier gibt es noch ganz schön viele Ego-Themen, die erst abgelegt werden müssen, um frei zu sein, mutig zu sein und keine Angst mehr davor zu haben, sich hier drauf einzulassen und diesen neuen Weg zu gehen. Ja, also hier steht wirklich, wirklich ganz viel Ego im Raum, ganz viel Ego-Thema, ganz viel Struktur, Ordnung, die durchbrochen werden möchte, welches aber halt seiner Zeit bedarf. Aber um genau dieses Thema geht es bei euch beiden, ne?
Loszulassen von gewissen Ansichten, Themen, Ego-Themen, um in sein Glück zu kommen, egal ob mit oder ohne diesen Menschen, sondern man muss sich auch davon verabschieden, von den eigenen alten Glaubenssätzen, wiederholten Denkmustern, um sich einfach einzulassen. Ne? Und dieses Einlassen, Loslassen, Einlassen, mit den Wellen zu gehen, ist jetzt einfach das Thema, damit man ohne Ängste sich halt auch fallen lassen kann. Ohne Ängste, ohne Vorstellungen, ohne Erwartungen und schon gar nicht mit Selbstverständlichkeiten. Ne? In diesem Sinne, jetzt ist es doch wieder sehr, sehr lang geworden, aber das Wochenende steht vor der Tür und deswegen ist es auch nicht verkehrt, das eine oder andere zu wissen, um dieses Wochenende entspannter genießen zu können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, deine Sandra.